Hallo, schön, dass du da bist. Ein weiteres Video in der Reihe Enneagramm, wozu denn das? Enneagramm, wozu? Heute soll es um das Thema Beruf und Berufung gehen. Und zwar, das kenne ich aus eigener leidlicher Erfahrung, gibt es ja so Menschen unter uns, die sich teilweise schon sehr selbst auf den Keks gehen, allerdings immer noch nicht weiterkommen in den Schritt, was genau ist denn jetzt meine Berufung? Wie genau soll ich mein berufliches Leben gestalten? Und da einfach keinen Schritt weiterkommen. Irgendwann, wenn du dich anfängst mit dem Enneagramm zu beschäftigen, wirst du merken, dass du je nach Typ, alle diese neun Typen haben ein ganz bestimmtes Muster, dem sie folgen. Und da liegt diesen Nicht-Weiterkommen bei dem, was man als Beruf oder Berufung machen möchte, wie man sich weiterentwickeln möchte, dass das immer aufgrund von einem dieser neun Typen quasi blockiert ist. Jeder dieser neun Typen hat eine bestimmte Art, nicht, dass du nicht auf den Weg kommst, den du dir so sehr wünschst. Das liegt immer daran, dass wir uns mit einem Teil identifizieren. Das ist so eine Schattenseite, die wir nicht sehen, die du aber sehen kannst, wie so ein blinder Fleck. Das kannst du aber sehen, wenn du deinen Typ kennst und wenn du dann da immer wieder guckst, ach Mist, da hat er mich wieder erwischt und hier hat er mich wieder erwischt. Und du kannst dann wirklich lernen, mit deinem Typ ein bisschen rumzuspielen, ihn nicht mehr ganz so ernst zu nehmen vielleicht und dich trauen, über die Punkte hinauszugehen, über diesen Bereich hinauszugehen, in denen der Typ dich bis jetzt gehalten hat. Denn die Lösung zu dem Problem Beruf und Berufung liegt immer außerhalb dessen, was du bisher gemacht hast. Und wenn du erkennst, dass dieser Typ, mit dem du dich bisher identifiziert hast und den du auch auf dieser Welt lebst, dass der nicht du bist, sondern dass der nur das ist, mit dem du dich bisher identifiziert hast, kann dir das diese Tür öffnen, in die Richtung auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, die außerhalb deines Musters liegen und dann immer mehr deinem Beruf und deiner Berufung näher zu kommen. Das war es auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Gefällt mir. Wenn du die nächsten Videos mitbekommen möchtest über Enneagramm und weitere Themen, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das kannst du auch unten machen. Wenn du sogar wach geläutet werden möchtest, sprich, wenn ich etwas Neues online stelle und du möchtest eine Mitteilung bekommen, kannst du auch gerne unten auf das Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe, deine Kirstin.